30 Minuten. Wir machen jetzt eine Fahrt mit der Lilliput-Bahn durch den Prater. Wenn meine Jungs sehen, dass ich sie teilweise kurz mit drauf habe, dann gibt es hier Tote. Also, aber ich habe natürlich, man kann die Videos manchmal schlecht trennen. Ich bezweifle, dass einer der Freunde meiner Jungs sich diese Videos anschaut. Wir sind mit der Lilliput-Bahn, das ging circa eine Dreiviertelstunde einmal im Kreis gefahren. Wer so wie ich bisher dachte, also ganz ehrlich, bevor ich mich mit Wien beschäftigt habe, dachte ich, der Prater wäre so eine Art Hofbräuhaus. Dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und wusste dann, okay, es ist ein Vergnügungspark. Aber so schlau, wie ich dachte, war ich trotzdem nicht. Denn ich habe dann festgestellt, bei dieser Rundfahrt und als ich vor Ort war, dass der Prater so viel mehr ist als nur ein Vergnügungspark. Natürlich ist der Vergnügungspark ein großer Teil davon, aber es gibt eben auch einen richtigen Wald, eine riesengroße Parkanlage, Sportanlagen. Es ist ein riesengroßes Gebiet, das auf jeden Fall eine Reise wert ist, wenn ihr mal in Wien seid. Mit Kindern müsst ihr das auf jeden Fall machen. Am Donnerstag waren wir im Marionettentheater. Ich kann euch leider davon keine Fotos und Videos zeigen, weil das natürlich verboten ist. Es war ein Marionettentheater, das sehr viel Tradition hat im Schloss Schönbrunn. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal was Besonderes machen wollt. Wir haben dort Mozarts Zauberflöte, das mit Papageno, Papagena, das kennt ihr garantiert. Die ganz berühmte Arie, Königin der Nacht. Ich komme nicht so hoch wie sie, aber es war ganz toll. Am selben Abend fand ein kostenloses Klassik-Sommernachtskonzert statt in Schönbrunn, was wir vorher nicht wussten. Wir haben nämlich für unsere Marionettenoper einiges an Geld bezahlt. Und nebenan fand ein kostenloses Konzert statt. Ja, so spielt es manchmal. Aber wir sind an dem Tag so nass geworden. Wir waren den ganzen Tag am Prater unterwegs und dann kam so ein Regen runter. Das glaubt ihr gar nicht. Wir waren nass bis auf die Unterwäsche. Die Schuhe waren so nass, ich habe die dann in der eine Stunde, die wir dann noch hatten, uns fertig zu machen für die Oper in den Backofen gestellt und hatten dann feuchte und warme Schuhe, ganz toll. Und meine Schuhe sind mir dann auch tatsächlich endgültig kaputt gegangen und am nächsten Tag musste ich mir neue kaufen, das seht ihr gleich noch. Ja, aber ansonsten war das ein wunderschöner Donnerstag voller spannender Dinge in Wien und natürlich bin ich meine Schritte locker gekommen. An unserem letzten vollen Tag in Wien habe ich mir erstmal neue Schuhe kaufen müssen. Meine waren sowas von hinüber, beide Sohlen abgelöst, obwohl das gute Markenschuhe waren, die ich mir im Outlet gekauft hatte. Hilft ja nichts.
So, ich habe mir gerade hier für 40 Euro neue Schuhe zum Laufen gekauft, denn guckt mal, was mit meinen Schuhen passiert ist in den letzten 2 Tagen. Da. Und die sind ja total nass geworden. Und hier ist die Sohle total ab. Das heißt, die kommen jetzt hier leider in die Tonne. Ihr habt mich super getragen, Schüchen, aber das war's. So, letzter Tag in Berlin. Ich versuche jetzt hier meinen Weg nach Hause zu finden mit meinen neuen Schuhen. Die sind aber sehr bequem, muss ich sagen. Ja, gut, dann gehe ich mal gucken, wie ich heimkomme. Neue Schuhe geholt, dann habe ich die Jungs aus dem Bett geschmissen und dann waren wir noch in der inneren Stadt auf einer kleinen Shopping-Tour. Ich habe mir ein Kosmetikstudio, die hat die Dame, aber in dem Laden gab es lauter 50er-Jahre-Stil, Taschen, Kleider, Make-up, ganz tolle Sachen, da hätte ich mich dumm und dämlich kaufen können. Habe mir auch eine Tasche gekauft, hier, die hier. Und wir haben eine Donau-Rundfahrt gemacht. Mein Papa, mein verstorbener Papa, war ein riesen Donau-Fahrt-Fan, also überhaupt so Fluss und Wasser, und hätte immer gerne Kreuzfahrt gemacht, so eine Flusskreuzfahrt zum Beispiel durch die Donau. Das konnten wir jetzt nicht machen, aber eine kleine Donau-Stadtrundfahrt war drin und ich habe da auch so ein Maskottchen-Ente, Gummiente mitgebracht von der Reederei, mit der wir gefahren sind. Die ist mit uns mitgefahren. Und die steht jetzt auf dem Grab von meinem Papa und als kleiner Gruß von der Donau. Ansonsten, dann waren wir noch in einem Kaffeehaus. Oh, der Name fällt mir gerade nicht ein. Brückel. Also am Parkring, ein altes Kaffeehaus, im Stil der 50er Jahre, original noch eingerichtet, riesengroß. Essen günstig, ganz toll. Sowieso finde ich, dass es in Wien wirklich zu jedem Kaffee ein Glas Wasser kostenlos gibt. Und dann waren wir abends noch einen fetten Eisbecher essen. Da haben wir sogar alle drei, obwohl wir keinen Kaffee getrunken haben, ein Glas Wasser umsonst gekriegt. Ja, und dann war unsere Wienfahrt auch leider schon vorbei. Wir sind heil in gelandet und ich habe meine 10.000 Schritte jetzt doch noch zu voll gekriegt. Meine Mutter war die Woche bei mir in der Wohnung, hat unser Meerschweinchen gebabysittet und die undankbare Tochter habe sie jetzt heute Abend direkt rausgeschmissen. Naja, mehr oder weniger ein freier Tag noch, bevor Schule und Arbeit wieder losgeht. Und nach einer Woche auf der Couch schlafen, muss ich sagen, freue ich mich doch sehr auf mein Bett. Habe jetzt gerade meine Mama nach Hause gebracht. Und ja, wie gesagt, 10.000 Schritte sind jetzt doch noch voll geworden. Aber ich bin erledigt, auch wenn wenigstens auf der Rückfahrt alles geklappt hat. Das war Woche 7.